interessierten Zuschauer vom 80. Fischerstechen. Wie immer sorgt ihr als Publikum für den richtigen Rahmen unserer feuchtfröhlichen Veranstaltung. Die Gemeinde Langenargen, die rudernden Berufsfischer sowie die glorreichen Fischerstecher von der Handballabteilung des TV Langenargen wünschen euch viel Spaß und Unterhaltung beim historischen Lanzenkampf. Die sind alle urschwäbisch. Jetzt haben wir ja Gäste hier aus dem Westen, aus dem Norden, aus dem Osten Deutschlands. Die würden die wahrscheinlich nicht verstehen. Ich werde nachher trotzdem ein paar Highlights bringen und die vortragen. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Fischerstechen. In Langenargen ist es Brauch, dass man versucht, zu allen Zeiten den Gästen, die bei uns erschienen, viel Lust und Freude zu bereiten. Vorerst jedoch, wie sich's gebührt, euch allen, die hierher gekommen und Langenargen gebt die Ehre. Ein froher Gruß, herzlich willkommen. Geht vor, stechen! Der Verlierer landet in der Flute, fürs Volk der reinste Augenweide, doch manchmal sogar Schadenfreude. Vielen Dank, Frau Walter, ganz fantastisches Gedicht. Ein Sieger vom Jahre 2011. Und einst, als die Römer frech geworden, da kämpften sie gegen die Germanen. Und dank den Freunden. Stechen! Okay, wer denn ein Boot hat. Thank you.
Aufschauen gegen den Dorfpolizisten. Richtig, donnerndes Stechen! Also, aber jetzt. Stechen! Bin ich Herr Herzog Gräfin? Ja, meine Damen und Herren, und hier ist der Preis für den Sieger. Das ist eine Weltreise. Der Sieger darf auch dieses Jahr wieder mit einer Begleitperson auf Weltreise zum Minimundus Bodensee gehen. Ich verstecke den langen Argen. Und ich bedanke mich natürlich auch beim Fanfarenzug von der Narrenzunft, bei den Berufsfischern, die wieder so toll gepaddelt haben, beim DLRG, bei den Handballern des Turnvereins Langenargen, bei der Gemeinde Langenargen. Und ich wünsche euch jetzt natürlich noch alle viel Spaß auf dem Uferfest. Das Wetter hält, also gebt noch richtig Gas und bis zum nächsten Jahr. Yeah!